So, YouTube. Wir sind zurück in St. Anne. Ja, jubelt. Jawohl. Ja, ich bin ein gerissener Seebär. So, wir müssen mit ein paar Leuten reden. Wir haben da eine Markierung auf der Karte. Um die will ich mich doch einmal kümmern. Wir haben auch neuen Zuckerrohr, nicht? Von daher können wir da auch was machen, aber das ist sie hier. Während La Peste und die Seinen diese Region heimsuchen, hat die Compagnie Royale Truppen entsandt, um der wachsenden Gefahr durch Piraten zu begegnen. Was? Gefahr? Die Ubak-Zwillinge sind brutale Vollstrecker der Compagnie, die uns abschlachten sollen wie Vieh. Sie sangen einst für die Krone. Und nun soll ihr tödlicher Chor jeden Widerstand ausmerzen. Sie sollen alle Piraten aufknüpfen, auch eure hübsche Visage, Captain. Was? Das Ruder kann die Abtrünnigen koordinieren, aber es liegt allein an euch, sie zurückzutreiben. Okay. Tun wir das nicht, stehen nicht nur die Profite auf dem Spiel. Die Kompanie wird sich die ganze Region einverleiben. Nein! Trotz den Zwillingen und ihrer Chorflotte. Beendet ihren Auftritt und zeigt ihnen, dass man die Piraten des Indischen Ozeans nicht das waren die Zwillinge da. Okay, erzähl mir alles, was kürzlich geschehen ist. Die Ubak-Zwillinge haben geschworen, alle Piraten auszumerzen, um den Weg für die Kompanie zu ebnen. Meine Vögelchen sind bereits verstummt, abgewürgt von den verstörenden Liedern der Zwillinge. Das sind die, die uns nämlich angegriffen haben. Wir haben schon zuvor Kompaniehunde versenkt. Die Compagnie Royale nutzt all ihre Verbindungen und Ressourcen, um ihre Flotte zu verstärken. Ihre Schiffe tragen fremde Farben und Waffen und werfen lange Schatten, bevor sie über unsere Außenposten und Siedlungen herfallen. Passt auf, Captain, dass ihr nicht die volle Wucht ihres Zorns abbekommt. Ich habe was. Dann ein andermal. Okay, aber die schaffen wir noch lange nicht. Da sind wir ja weit, weit von ab. Wir geben aber mal neuen Zuckerrohr in unsere Produktionszahlen, in die Brennerei. Oh. Trink doch nicht so viel. Das ist mein Zeug. Okay. Wir wollen Materialien liefern. Für weißen Rum. 34 haben wir gerade. Machen wir. Ja, ist natürlich, jetzt ist viel los auf dem Meer. Ne? Weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir dann auch noch das mitnehmen. 84, wir haben 54. Ja, die anderen Aufgaben haben wir erledigt. Das heißt, da brauchen wir eh nicht hin. Dann raus! 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 Aus diesem Haus. Oh, Kopfgeld, haben wir noch eins offen? Da ist nichts. Okay, wir haben nur die Information jetzt, dass diese komischen Leute, die uns zerstören die ganze Zeit, die Zwillinge sind. Den sollten wir also ausweichen. Fracht verwalten. Ja. Oh, wir haben nicht mehr so viel Kanonenkugeln. Ich habe schon wieder ordentlich verballert. Da hätten wir 200? Nee, 300. Hä? Okay, ich wollte eigentlich nur 300. Das ist gut. So. Das Zeug, das Zeug, das. Kompanieflagge, okay. Was ist das? Achso, da müssen wir da oben hin.
dann haben wir alles. Und die können auch rüber. Weil wir haben hier nämlich auch Lagerkapazität, nicht? Wir sind leichter und schneller. Reparieren. Nee, nicht Fracht verwalten. Schiff verwalten. Wir haben hier neue Sachen bekommen, wie die Schiffsverschönerung. Hä? Oh ja, das nehme ich auf jeden Fall. Nicht das französische Ding. Was haben wir noch bekommen? Die neue Farbe. Die leuchtet doch schön. Die nehme ich. Sah aber leuchtender aus. Spiel der Könige. Ja, braucht unser Schiff aber auch einen neuen Anstrich. Was haben wir hier noch? Ne. Grün. Rot. Ah, hier sind nicht so schöne Farben. So ein Grün würde natürlich edel aussehen mit Gold. Ja, okay. Dann nehmen wir aber erstmal hier wieder unser Essigfarm. Achso, und wir wollen den See stechen natürlich. Wollen wir eine Schnellreise machen? Da unten. Big Dalton. Wo? Hier können wir schnellreisen, weil wir wollen ja die Franzosen da angreifen. Da sind drei Türme. Aber wir haben ja gelernt, die Türme sind gar nicht das Problem. Egal. Küste von Afrika. Wir kommen. Wir gucken mal, was hier Sache ist. Aber dann können wir mit dem Abtrünnigen reden. Der royale Abgang. Verkaufe die gestohlenen Kompaniewaren und übergib den Offizieren den Gewinn. Finde ich gut. Und kaum Vorräte. Bah! Wir Offiziere haben die leeren Versprechen der Kompanie satt. Diese Waren könnten gut was einbringen, Kapitän, falls ihr sie verkauft. Jedenfalls genug Silber für einen Neuanfang. Okay. Das können wir natürlich wie sie mal machen. Bisschen was verkaufen. So, habt ihr denn was im Angebot? Kiste voller Torpedos. Der Bauplan, nicht? Genau, das will ich kaufen. La Fortress, Bauplan Panzerung. Was macht die Fortress denn? Gibt Überflutungsschaden, Schutz, Reparatursatz, Schleifsteine, Segelleichter, den Schiff. Den haben wir aber schon. Reparaturset 1, Reparaturset 2 haben wir. Kalinkos Flamme. Müssen wir Halsabschneider werden. Na gut. Haben wir also noch einen weiten Weg vor uns. Bon voyage. Bon voyage. Okay. Segel setzen. Raus mit uns. Mit neuem Anstrich. Und neuen Segeln. Oh, einmal drehen. Und dann wollten wir wo anlanden? Fangzahn der Pharaoh. Ich glaube, die mussten wir besiegen. Au. Ich habe kein gutes Gefühl. Au. Man munkelt von unheimlichen Begegnungen in diesen Gewässern. Geisterhafte Reisen. Ich sehe Segel in der Ferne! Ein schiffischer Händler! Oh, das ist das Level 10 Schiff, was wir auch versenken müssen. Was auch zu schwer ist. Das? Was ist das? So ein Handelsschiff. Level 6. Die gefallen mir besser. Aber erstmal die Fangzähne der Pharaoh, das Kopfgeld einkassieren. Jemand um einen Kopf kürzer machen, ist immer okay. Bring uns näher ran! Dio, überwacht uns! Euch habe ich ja jetzt nicht so Lust. Elite-Kriegsschiff in der Nähe, Captain. Allein können wir es nicht mit ihm aufnehmen. Doch, können wir.
Oh, da sind auch Piraten, ne? Nee, das ist Seahawky. Nee, Shaky Walky. Was? Ich muss denen helfen. Erstmal gucken, wer da von denen der gefürchtete Pirat ist. Wahrscheinlich da. So. Piraten. Oh. Brandsatz? Haben wir Brandsatz? Kann man nicht geben. Dann ist denn da noch zwischen uns gegangen? Wie an Treppen, die Leute. Kein Anstand. Ein reines Chaos. Ein Wunder, dass nicht mehr Schiffe sinken. Die sind am Ende. Ich auch hoffen. Darum geht's nämlich auch. Sehr gut. Miranda. Ah, der hat keine, den können wir nicht erobern, nicht? Ah, jetzt könnten wir sie ändern. Ah. Und keiner hat sie geändert, sondern einfach nur versenkt. Aber wenigstens haben wir das Kopfgeld bekommen. Und plündern. Sehr gut. Eine legendäre Schatztruhe, die werden wir natürlich gleich mal öffnen. Ungeschliffene Saphire nur drin. Sehne haben wir. Aha, aha. Das ist, glaube ich, das, was wir für die anderen verkaufen sollen. Weil deswegen ist immer ein bisschen was los auf dem Meer. Der royale Abgang. Okay. Gucken wir mal, vielleicht landen wir da einfach an. Oder kämpfen die da hinten noch weiter? Ist da noch einer? Ist da noch mehr los? Fangt's denn der Pharaoh? Ja, okay. Ist immer die gleiche jetzt, nicht? Ah. Ruiko ruft um Hilfe. Ja, gut. Mit diesem Rückenwind geht es schnell voran! Aber nee. Fangt's denn der Pharaoh? Reicht uns einmal. Wir haben das Kopfgeld. Dachte ich eigentlich. Oder haben wir das Kopfgeld nicht? Wir haben die Beute nicht bekommen, nicht? Den möglichen Kopf. Wir sollten anlegen und Vorräte aufnehmen. Weil ich habe ihn nicht im Inventar. Fällt mir gerade mal auf. Wartet. Was ist da fehlgeschlagen? Was ist da fehlgeschlagen?
So. Sehr gut. Da sind noch mehr Feinde. Also in echt wären wir schon tausendmal gewonnen, nicht? Glaubt ihr wirklich, ihr könntet das noch gewinnen? Jetzt los, Feuer! Jawohl. So, jetzt haben wir ihn aber, nicht? Jawohl, jetzt haben wir den Dings erhalten. Okay, und was ist das für ein Franzose? Keine Ahnung, es ist aber ein Franzose. Den müssen wir erlösen. Seinen Schmerzen. Der Arme. So. Ich hasse diese Einladung. Gruppe suchen. Wie kann ich das denn? Kann ich nur über Shift F2, aber dann trete ich bei, nicht? Ich weiß nicht, ob man denn ablegen kann. Naja, egal. Sie ist bekannt für ihre Wildheit. Oh, nicht schon wieder. Ich wollte doch eigentlich weg, aber man kann auch nicht weg. Ich werde eure Familien von euch grüßen. Das wird sie lehren, uns zu fürchten. Ah, schöner Bonusschaden. Er feuert schneller. Nicht feuerbereit kenne ich nicht. Ich bin der Captain. Aus allen Rohren. Das ist eine gute Einstellung, das ganze Meer rot zu färben. Ansatz werfen. Ich glaube, ich muss mich langsam mal heilen.
Oh, ich glaube, jetzt hat sie gerade Feuer geleckt. Die ist so schnell. Aua. Und Torpedo. Jawohl, schön reingedreht. Nimmt die Kurs auf uns? Aua. Aua. Kann ich uns heilen? Noch nicht. In 8 Sekunden erst. Ich kann entern. Shit. Ich bin versunken. Also beendet. Direkt respawn. Mann, Mann, Mann. Dann holen wir erstmal unsere Beute wieder ab. Ups. So. Wir müssen aber mal Richtung Hafen, glaube ich, oder? Ja, wir müssen da hinten hin. Ich bin ziemlich weit abgedriftet. Hä, warum bin ich eigentlich in einer Gruppe? Hä? Also dieses Spiel... Ich kann nicht bitte die Gruppe verlassen. Man macht keine Gruppe. Irgendwelche Sachen kommen, während man spielt, und schon ist man in irgendeiner Gruppe. Wo kann ich bitte diese Gruppe verlassen? Und man weiß nicht mal, wo man in dieser Gruppe ist. Ich sehe hier unten die Gruppe. Man kann nichts anklicken. Soziales? Okay, Gruppe. Nur mit Einladung. Ich will die Gruppe bitte verlassen. Anfragen. Gruppe. Gruppe suchen. Mit Einladung. Gruppe verlassen. Boah, ist das ein scheiß UI. Na wirklich. Und das schon in 1000 Malen... Haben sie es nicht verbessert. Das ist halt... Deswegen würde ich denen halt nie Geld geben, nicht? Mein Schiffswrack. Hä? Aber habe ich jetzt meine Sachen eingesammelt oder nicht? Ich glaube nicht, oder? Es fühlt sich nicht so an. Dann müssen wir da nochmal hin. Ich habe auf jeden Fall irgendeine Schatztruhe. 10 Weihrauch. Und ein kleiner Silberbeutel. 400 Taler, immerhin. Ich hoffe nicht, dass sie mich jetzt angreift. Ich will nur zu meinem Schiffswrack. Ja. Ist schön. Ich kann gerne angreifen, nur nicht mich. Da ist unser Zeug. Hier, F. Jetzt, F. Jetzt haben wir unsere Sachen. Und weg hier. Okay, was haben wir noch? Noch eine Schatzkiste. Öffnen. Ungeschliffene Saphire. Die habe ich jetzt auch wie Sand am Meer. Nochmal Silberbeutel. Okay. Oh, feiner Wein.
Er hat sogar einen Dreimast. Okay, es gibt noch ein größeres Schiff. Ich wollte doch gar nicht mit dir kämpfen. Der Elite-Captain segelt weiter. Ich segel weiter, denn ich bin der Elite-Captain. Aber falsche Richtung. Ich habe echt manchmal null Peilung, in welche Richtung irgendwas ist. Wir brauchen Hilfe, wenn wir es angreifen wollen. Escape, verwerfen. Danke. Okay. Aber wir wollten eigentlich in die Ecke. Also da irgendwo rein. Und da waren nämlich die Franzosen. Und da ist dieses doofe Schiff, was wir im Blick haben müssen, nicht? Ja, das greift uns nämlich sofort an und das Level 10. Das können wir also auch noch nicht machen. Sultani-Inseln. Ich muss ja südlicher. Da, wo die ganzen Franzosen sind. Ich darf halt nicht aus Versehen in dieses kleine Schiff reinraten. Eieieiei. So, was ist hier? Okay, du interessierst mich nicht. Du interessierst mich. Und ich glaube, die Türme interessieren mich halt. Okay. Das heißt, dich wird's treffen. Feuer eingeschlagen. Jawohl. Jawohl. Leider kein Volltreffer, aber immerhin. Entern. Wird entern. Lass sie nicht entkommen. Wunderbar, das eine haben wir geändert. Alles nehmen. Los, nicht nachlassen. Und das kleine da noch mit hinterher. Kleinschiffe können aber auch echt fies sein. Da muss man echt aufpassen. Kann von hier aus riechen, wie ihr euch in die Hosen macht. Oh. Und weg sind die auch. Wir haben keine Chance. Sie sind am Ende. Ja. Ja, jetzt offen und versenkt. Verbrannte Kompagnie-Flagge. Sehr schön. Was haben wir da? Was ist das? Ein Handelsschiff. Ah ja, Handelsschiffe uninteressant. Wäre der Turm halt. Okay, also rein in den Turm. Schiffswrack voraus! Vielleicht finden wir was Brauchbares. Was bist du? Ah, dich kann ich auch versenken. Ah, vielleicht ein Stück zu weit vorne. Ja. Schade. Okay.
Aua! Aua! Es tut doch weh! Und Brandsätze. Das wird Ihnen eine Lehre sein. So. Ah, die können uns mit so einem Buff belegen. Alles klar. Das ist also manchmal das Problem. Okay. Dio, Kapteni. Ein Wunsch ist mir befehl. Und was ist das für eine Aufgabe? Fulminantes Verschwinden. Mache mit Janita weiter, wenn du bereit bist. Nee. Bewaffnetes Feuer, nicht? Das? Ja. Erst drei Schiffe? Die meisten zählen nicht, oder was? Irgendwie ist das merkwürdig. Da drüben, Kapteni. Diesmal haben wir es besser getroffen. Das Schiff macht mich nervös! Mehr ran und Waffen bereithalten! Feuer! Wir können jetzt unsere Position. Sehr schön. Viel besser. Sehr gut. Ah, das ist der Turm. Okay. Er hatte auch keine. Okay, nicht jedes droppt diese Flagge. Ist er auch Franzose? So, ich werde auf den Turm schießen. So. Kleine Schiffe hier, die sollten schnell gehen, hoffe ich. Nichts wird geändert hier. Alles wird zerstört. Der Turm ist ja auch nur ein kleines Level. Immer noch 3 von 11. Irgendwie zählen die hier nicht. Das ist schlecht. Oha. Ich brauche mal einen großen. Zählt der Turm? Glaube nicht. Alle Segel raus! Vielleicht müssen wir diese Siedlung angreifen. Vielleicht sehen die Türme. Weiß es nicht. Feuer frei. Nehmt euch alle aufs Korn. Okay, der Turm brennt noch. Feuer!
besser. Jetzt müsste er kaputt gehen. Zählt auch nicht als Turm. Was zählt denn hier als Turm? Scheuert. Was schießt auf uns? Wahrscheinlich der Turm. Er wird auch nicht zählen. Alle feuern! Ah, nach hinten keine Waffen zu haben, ist auch echt ein Problem teilweise. Oha. Das große Schiff ist schwer in so engen Passagen hier zu wenden. Feuer eröffnet! Okay, der Turm zählt auch nicht. Voll reingedreht, sehr gut. Der ist weg. Getroffen, der eine Kratzer. Keine Munition mehr, Kapitän. Was? Keine Munition mehr? Ich habe schon wieder keine Kanonenkugeln. Das ist ja unglaublich. Das ist nicht gut. Mache ich ständig keine Kanonenkugeln mehr. Okay, also 500 sollte man also Minimum dabei haben. Gut, dann müssen wir halt mit dem vorderen Kanonen schießen. Die haben noch 115. Und dem Mörser. Was anderes bleibt uns nicht. So. Gebt ihr volle Segel! Was war da? Manchmal kann man irgendwas plündern und dann ist es wieder weg. Also UI einfach großartig. Hinten das, oder? Das könnte ich noch sammeln. Kanonenkugeln. Oh, aber wichtig. Da, Pistole war's. So, und jetzt können wir sie plündern. Das ist fette Beute, Kapitän. Meine Türme haben sie ja keine mehr. Zack, können auch eine neue Kirche gebrauchen, oder? Ein Notsignal, da kommen noch mehr. Volle Segel, Leute! Wir haben eh keine anderen Kanonen als die nach vorne. Ihre Verstärkung ist da! Jawoll! Schiff 1 ist quasi versenkt. Bring uns zu ihr!
Man muss sich die paar Kanonen opfern. Warum fahren die denn da so dicht auf? Ah, es tut auf jeden Fall weh, was die da machen. Jetzt sind sie langsam wie eine Strecke. Boah, da kommen so viele. Warte, viele Schiffe bedeutet viel Treffer. Oh, die haben so Spezialdinger. Jawohl, wir haben ja noch Torpedos, habe ich ganz vergessen. Und der ist weg. Jawohl. Der dürfte weg sein. Und du. Wow. So macht man Geld. Also die zählen alle nicht zu versenkten Schiffen. Das ist alles total sinnlos, was ich hier mache. Oh, du hast überlebt? Es tut mir aber leid für dich. Oh shit. Da bin ich noch ein Torpedo für dich übrig. Jetzt geht es für dich nur noch abwärts. Die haben alle keine Kanonenkugeln verloren. Schade. Okay, Level 2 abgeschlossen. Ich habe nur noch 10 Torpedos nach hinten. Auch nicht gut. Da kommen sie. Level 8 inzwischen. Erstmal den einen. Den haben wir gut eingeschenkt. Statisch rumstehen ist nicht gut, nicht? Okay, wir müssen abhauen. Ohne Kanonen. Kann ich halt echt nichts ausrichten hier. Ich meine, ich könnte die entern die ganze Zeit. Das bringt ja auch nichts. Aua. Ich habe mich festgefahren. Nicht gut. Wo ist der? Hier. Das tat weh, weil ich hier festhänge. Wir haben Kanonenkugeln von irgendwo her. Oh, der Kleine hat diese komischen Waffen. Ja, okay, das wird uns versenken. Da hauen wir lieber ab. Ich kann doch nicht wieder heilen, nicht? In 30 Sekunden. Und wir brennen. In 37 Sekunden, was ist da los? Ja. Wir tot. Ey, warum sind denn 500 Kanonenkugeln? Zack, die Bumsi weg. Boah. Das war einfach zu beschissen, nicht? Da kann man halt nichts mehr machen. Wenn man auch Torpedos alle, also eine Sache alle, okay, aber alles alle, scheiße. So, wo sind wir? Was hat dieser Dämon vor? Ich will nicht plündern. Aua, ich will eigentlich nur abhauen. Wasser, ich habe kein Wasser. Ich muss erstmal mein Zeug aufsammeln. Ich bin irgendwo hier gesunken, nicht? Plündern wird verlassen. Ja, ich möchte. Also ich hätte gerne mehr Kontrolle über die Scheiße, die man macht. Hier ist unser Zeug.
Ich greife niemanden an. Ich habe mich verfahren. Aus Versehen. Aua. Hier sind ein paar viele französische Schiffe, würde ich sagen. Ist vielleicht nicht die richtige Gegend, um mit denen einen Krieg anzufangen. Wenn man auch nur noch halb bewaffnet ist. Wir schenken denen trotzdem noch einen ein. So. Verletzten Torpedos. Oh, 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 oh. An den französischen Festungen hier vorbei zu schrammen, ist vielleicht auch nicht die beste Idee. Okay, wir steuern mal die Insel da draußen an, aber wir dürfen nicht an den Typen gelangen, nicht? Ah, Mann. Haben uns die Franzosen echt versenkt. Eieieiei. Aber, also ich verstehe nicht, wie diese Aufgabe zählt, nicht? Ich habe überall Türme versucht zu zerstören. Zählt nicht. Ich habe versucht, Schiffe zu versenken. Zählt nicht. Obwohl die als zählende Schiffe markiert sind. Vielleicht wirklich... Also die ist markiert, nicht? Die Festung hier ist nicht markiert gewesen mit den Türmen. Vielleicht zählt wirklich nur Grand Fort, aber es ist Level 12, das schaffen wir nicht. Hier die Level 7 Festung. Da könnten wir uns dran wagen. Das ist auch echt schwierig. Hier ist auch Level 10, Aufgaben zu erledigen. Wenn es irgendwie immer nur... Das sind andere Typen. Oh, oh. Nehmt Kurs auf das Schiff. Nee, 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 nee. Wir wollen schnell hier vom Bord gehen. In dieser wunderschönen Insel uns niederlassen. Und nie wieder gehen. Ja, ja. Ich hab Spaß. Ich möchte den Shopper nicht besuchen. Lieferkiste. Weiß gar nicht. Muss ich dem was liefern? Der royale Abgang. Okay, das muss ich liefern. Verschönerung. Okay, Brandbombarde. Okay, ich weiß nicht, warum ich das bekommen habe und wie ich das bekommen habe. Und da hat das Spiel halt seine Probleme, nicht? Man erledigt einfach Sachen, kriegt Sachen, cool. Aber mir fehlt so ein bisschen der Kontext. So, warum habe ich das gerade bekommen? Weil ich irgendeine Aufgabe abgeschlossen habe. Aber es wäre cool, wenn man mit jemandem redet, nicht? Wie bei WoW damals. Man geht zu dem hin. Hey, du! Kannst du mir helfen? Kannst du die 8 Bären schlachten? Ja, kein Problem. 80 Bären später. Ich habe das Fell von 8 Bären gefunden. Das andere war immer zerfetzt. Oh, das, ja, das passiert halt. Aber hier, such dir aus, was du möchtest. Oh ja, ich möchte gern diese Rüstung. Das hat halt irgendwie noch Hand und Fuß gehabt. Aber hier, ich mach was, ich mach's nicht. Es ist egal, ich kann einfach rumfahren. Ich krieg trotzdem die Sachen irgendwie total wild. Das hat mich schon bei Sea of Thieves so genervt, dass es irgendwie, man muss die Karte nicht aufdecken. Hier war wenigstens cool, dass man am Anfang die Karte aufdecken musste. Und bei Sea of Thieves war einfach so, ja, und aber beim nächsten Mal ist die Karte ganz anders und die Aufgaben, die du hast, sind einfach weg und dann musst du die nochmal neu anfangen und nochmal neu besuchen und... Das wollte ich auch schon mitnehmen. Tja, hättest du mal zuerst gemacht. Das fand ich noch schwieriger. Ich hätte einfach gerne so ein Progress-Piratenspiel. Was haben wir hier? Eine Schatzkiste? Kann ich die haben? Brauchst du die noch? Gut. Dann reden wir mal hier mit der Guten. Geschäft ist geöffnet. Schön. Ich will auch mit dir reden. Bitte? Kiste voller Bombarden. Kiste voller Kanonenkugeln. Wir können nur 5 holen. Egal. Die nehme ich. Bolzen von Ballisten, Seefeueröl, nee.
Gesichtsbehaarung brauche ich nicht. Lockiges, langes Haar habe ich sowieso. Eine Quetschung will ich auch nicht. Eine Brandbombarde haben wir. Das klingt natürlich gut. Bier will sie nicht. Brandy, den brauchen wir. Sonst haben wir nur Holz. Sonst will sie auch nicht. Sichere Reise euch. Ja, er ist auch irgendwie besoffen. Das ist das Bonefeuer. Das können wir mal aktivieren. Jetzt fehlen uns wieder Torpedos. Ah, die hatte ich schon. Jetzt habe ich eine Kokosnuss aufgenommen. Nein! Kokosnüsse sind echt aus der Hölle. Nächsten 30 Minuten gehen wir gestärkt ins Rennen. Das will ich auch hoffen. Das können wir gebrauchen. Aber ohne Torpedos brauche ich jetzt auch nicht die andere Siedlung angreifen. Aber wir können ja hier in unser Lager, nicht wahr? Wo ist es? Da. Wir haben doch sicher noch Torpedos zu Hause. Erstmal den ganzen Müll ablegen. Wein, Tabak, Ember, Bier, den Kopf können wir auch mal ablegen. Gekritzelte Nachricht können wir uns dann angucken. So, erstmal das rüber. Das sind Questaufgaben, das ist okay. Reparatursets haben wir noch. Nur nicht die Level 3, Level 2 haben wir noch 91, das ist okay. So, Kanonenkugeln. Ich habe doch gerade aber gekauft. Hat sie mich abgezogen? Okay. Mörserbomben haben wir auch nicht mehr ganz so viele. Haben wir wirklich nicht mehr. Das ist blöd. Ja, dann bleibt uns eigentlich erstmal nichts als die Rückkehr. Um das erstmal aufzufrischen. Ah, da ist wieder der große Boss. Hier ist noch irgendeine andere Quest aktiv. Und da wollten wir ja auch hin, nicht? Das heißt, wir fahren jetzt nach St. Anne. Dann greifen wir das Fort du Bout an und dann legen wir beim Lager der Wilderer an. Aber das, würde ich sagen, ist etwas für die nächste Folge, oder? Wo ist mein Schiff? Da vorne. Bis gleich und tschüss.